stell dir vor, du hast eine Hose. Wird dann nicht allzu schwer fallen, ne? Aber stell dir vor, diese Hose passt irgendwie nicht ganz genau und rutscht immer runter. Was ist die Lösung? Nein, nicht Hosenträger, sondern Gürtel. Und ich habe hier einen Gürtel, wobei dieser Gürtel eigentlich nicht für Hosen ist. Eigenartig, oder? Wenn du wissen willst, was dieses Modular Belt, dieser TT Modular Belt kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich stammle wirres Zeug, so wie immer. Aber heute geht es um das Tasmanian Tiger Modular Belt. Und ja, ich habe den jetzt hier in schwarz und mag ihn dir vorstellen. Übrigens, das Video ist billigste Eigenwerbung. Ich gebe dir den Link in meinen Shop und auf Amazon, wenn dir das interessiert. Aber egal. So, schau mal her. Der Verschluss ist mit dem Cobra-System. Das bedeutet, komm, hier hast du einen Teil des Verschlusses, hier den anderen. Das macht dann klack und dann geht das nicht auf, wenn ich einen Belastungstest mache. Ich werde gegen meinen Amarok ankämpfen und... Nein, das werden wir nicht machen, aber wir werden einen Belastungstest machen. Auf jeden Fall. Das sitzt einmal bombenfest und ein Klick und die Sache ist wieder offen. So, das ist mal das eine. Dann das andere ist, das Ganze ist natürlich jetzt nicht, um die Hose zu fixieren, sondern um Ausrüstung zu befestigen. Und daher ist hier Stück für Stück rundherum, ja, auf das Gürtelmaterial dann noch einmal was aufgenäht, und zwar, das ist ein Laser-Cut-Molle-Irgendwas-Material. Wenn dir das interessiert, wie gesagt, schau dir das an, es ist wurscht, ja, schau es dir an, wenn es dich interessiert. Aber der Punkt ist, hier kann ich jetzt Ausrüstung anbringen, und zwar rundherum, wirklich rundherum, bis ganz nach vor. Also wir könnten jetzt zum Beispiel ein kleines Experiment machen und könnten alles mit Toolpockets voll machen und sich das dann umhängen. Das werden wir auch nicht machen, aber schauen wir es uns mal an, was er kann. Ich möchte dazu zwei TT-Taschen anbringen, und zwar das Toolpocket, ganz konkret jetzt hier, ich glaube, das ist das XS, mit dem alten System hier, oder kann man das so sagen, mit einem anderen System als das 5.1, das zeige ich dir dann nachher. So, jetzt wird es ein bisschen fummelig, das heißt, das kannst du nicht dann machen, oder solltest du nicht dann machen, wenn du den Gürtel gerade trägst, sondern zu einem Zeitpunkt, wo du das nicht tust. So, also es gibt jetzt die Hockerbauen-Methode. Hast du das schon mal gehört? In Deutschland gibt es das wahrscheinlich nicht. Das ist die russische Methode, wobei nichts gegen Russen, aber egal, schau her. Also es wird so angebracht, einfach durchschlaufen. Das bedeutet natürlich auch, ja, so, gib mal kurz Zeit, so, dass das so ein bisschen, ja, so drin hängt. Gut, jetzt gibt es dann auch die, ich bin voll cool, ich bin voll auf Tactical aus, ja. Das bedeutet, ich, so, der Reine muss sich jetzt plagen und das ist wirklich ein bisschen eine Fummelei, aber das macht nichts. So, da, schau mal her. So. Da sind da so Schlitze drinnen. Einmal, zweimal. Und jetzt kann man hergehen und sagen, oh yeah, ich bin der Coolste auf der Welt. Und fädle das jetzt hin und her. Nämlich einmal. So, da auf der Rückseite auch. Das heißt, ich fädle einmal da durch. Ja, das ist wirklich unangenehm. Dann fädle ich da einmal durch. Wenn du sagst, jetzt muss ich dem zuschauen beim Fädeln, es tut mir leid, du hast das wieder eingeschaltet, nicht ich. So, dann. So, dann wird das bis da hier durchgefädelt. Und dann machen wir noch einmal eine Fädelung. Jetzt bin ich voll taktisch, voll cool. Ich bin zwar nicht taktisch, aber jetzt bin ich taktisch. So, und dann bringe ich da das noch einmal durch. Weißt du, was ich beim Militär am meisten gehasst habe? Das frühe Aufstehen, ja, mit dem kann man zurechtkommen, ja, mit der Zeit. Aber was mir am Arsch gegangen ist, dass überall irgendwelche Dinge zum Anschlaufen und zum Durchziehen und den Nippel und durch die Lasche ziehen und die Regenhaut, also den Regenponcho. ABC-Alarm! Da bist du das drüber und zack, und dann muss alles wieder ganz genau zusammengeklickt sein. Uah, das habe ich gehasst wie die Pest, ja. Ja, wieder ein Outing, ja, das ist nicht so meins, ja. Aber jeder hat so seine Schwächen. Jetzt habe ich das da noch einmal durchgefehlt und jetzt schneller greifen! So, und jetzt ist es taktisch angebracht, ja? Yeah. So, dafür haben wir jetzt, weiß ich nicht, 18 Minuten verschwendet. Egal, Themenwechsel. Aber für unsere Militärpersonen ist ja das durchaus in Ordnung, aber ich bin glücklicherweise keine. Dann, das ist jetzt das neue Molle-System. Übrigens, das ist der 5.1er.
Der schaut außen jetzt nicht mehr so taktisch aus, weil er nicht mehr diese Schlaufen hat. Billige Eigenwerbung gibt es natürlich auch alles bei mir im Shop. Ah, da ist sogar noch das Kartel drin sozusagen. Und so ist er innen aufgebaut. Ich glaube, dass ich den schon einmal vorgestellt habe. Schau einfach im Shop vorbei. Dort sind bei all den Produkten, die ich habe, ja ohnehin die Produktvideos dabei. So, und der ist jetzt nicht mehr mit einem Klacki, Klack, Klack, sondern mit diesem, ja, Lasercut. Ist das Nylon? Ich habe auch keine Ahnung. Schau das an. Ja? Auf jeden Fall, denn wenn wir da jetzt wieder durchfädeln, das heißt, du kannst auch solche Taschen anbringen, aber uns muss natürlich bewusst sein, dass jetzt Folgendes. Wenn du halbwegs normal rund bist, also nicht so wie ich, sondern normal rund, dann ist es ja okay. Aber wenn du so unrund bist wie ich, ja, dann ist natürlich, wenn die Tasche zu breit wird, irgendwann ist dann einmal aus, weil der Gürtel macht so und die Tasche will aber dann nicht mit. Also das ist ein Thema, meiner Meinung nach. Aber bei dieser Breite hier ist es noch überhaupt kein Problem. Aber es gibt zum Beispiel das Leader Admin Pouch und der ist relativ lang. Ob der wirklich auf den Gürtel passt, wage ich zu bezweifeln. So, jetzt muss ich wieder rumfummeln und jetzt denkst du, Mann, der verschwendet meine Lebenszeit. Ja, aber es ist so, wenn du sowas zusammenbaust, verschwendest du deine Lebenszeit. So, angebracht. Jetzt. Gut. Und jetzt gehen wir her und ich mache es jetzt nicht, weil es mir einfach zu... Ja. Ich gebe das da einfach jetzt da so durch. Ja. Weil das ist mir einfach zu blöde. Da jetzt auch das noch einmal durchzupfrimmeln, nämlich so gegengleich. Ich habe dazu schon einmal ein Video gemacht und sowieso und überhaupt. Und das ist im Endeffekt eh wurscht. So. So. Gut. Also für mich zumindest ist es wurscht. Klar, wenn du im harten Kampfeinsatz bist und dich in den Dreck wirfst und beschossen wirst oder sowieso und überhaupt, dann ist es natürlich nicht wurscht. Aber für den Reineschweine, für den guten alten Reineschweine ist es wurscht. Ja? So. So, dann kommt das da so rein. Ich hoffe, dass ich das alles richtig mache und bleibt dann an dieser Position, weil da kann man es dann wieder rausziehen. So. Und dann mache ich das auch. Das machen wir jetzt doch. Also so viel Zeit muss sein. Und das Problem ist, das erinnert mich wirklich ans Bundesheer, nämlich an meine Zeit beim Bundesheer. Allein, da gab es so eine Tasche, wo die Schutzmaske drauf war. Und dann musste man das auf und rein. Und diese depperten Taschen, die es für diesen Kampfanzug geben hat, und immer anziehen und meine Finger, ich habe eher Kabaldunus-Syndrom schon immer, ja, als Jugendlicher schon, war die Hölle für mich. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ja, ich habe es geschafft. So, und somit kannst du dir auf den gesamten Gürtel, wenn du viel Zeit hast, eben, hast du gesehen, deine Ausrüstung so zusammenstellen, wie du es willst. Und dann kannst du sagen, es kann kommen, was will. Ich habe meine Ausrüstung immer am Mann. So in der Richtung. Ja, jetzt machen wir noch einen kleinen Belastungstest. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Die ganze Fummlerei hier hat mich wirklich geflasht zurück in meine Militärzeit. Und zwar, da ist mir jetzt gerade beim Hierhergehen zu diesem Haselstock hier eingefallen, wir haben Maskenball gehabt. Ich weiß nicht, ob da das was sagt, Maskenball. Und wir stehen unten, es war schon komplett dunkel und auch kühl und so weiter. Und du musst andauernd irgendwo was ausprobieren und anziehen und schauen, ob es passt. Und einfädeln, umfädeln, das ist mir so am Weg ergangen. Aber ich kann mich noch genau erinnern, ich stehe unten und neben mir, übrigens ein Schulfreund von mir, der Tom, und wir waren beide beim EF und wir stehen so da und haben da unsere Kampfanzüge und alles angezogen und da geht unser Vizeleutnant Z. will ich ihn nennen, geht durch. Ja, raus, Mann, gut schauen Sie raus. Und geht dann nebenbei zu meinem Kollegen, den Tom. Es ist wirklich eine wahre Geschichte. Und bei dem steht irgendwo irgend so ein bisschen ab. Rekrut S. Ich werde den Namen nicht nennen. Wie weit wollen Sie heute noch marschieren? Wie schaut die Radjustierung aus? Ich will überhaupt keinen Kilometer marschieren, Herr Vizeleutnant. Zu welcher Waffengattung wollen Sie denn? Jagdkommando, Herr Vizeleutnant. Jagdkommando. Da steht nicht so ein alter Papa vor Ihnen, sondern eine drahtige Kampfmaschine. Und wenn Sie dann sagen, Sie marschieren keinen Kilometer, wird er mit Ihrer Zunge durch die Nase und Ihr Gehirn kitzeln. Ich glaube, das wird nix mit dem Jagdkommando. Auf den Boden. 10-mal pumpen. Und ich bin nebenbei gestanden und habe mir gedacht, Gott sei Dank hat er nicht gesehen, dass bei mir der Scheißdreck auch nicht hundertprozentig passt. Ich wollte nicht zum Jagdkommando, das hat mir überhaupt nicht gegeben. Aber ab dem Zeitpunkt war mir klar, irgendwie bin ich im falschen Film und beim falschen Verein gelandet.
Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist Flashback, wirklich, wirklich. Und das ist keine Geschichte, das ist wirklich wahr. Seelenstriptease in YouTube. Naja, gut, wie auch immer, wie auch immer. So, jetzt wollen wir auch das Cobra-System kitzeln mit der Zunge. So, und das ist ein Haselstock und ich hoffe, dass der nicht wieder abbricht. Ich habe das letzte Mal ja auch ein Video gemacht und zwar, was war das? Das war irgend auch so ein Tasmanian Tiger Molle Hype Belt mit was weiß ich was. Bei mir oben klicken und da hat es mich abgerissen. Ich will das jetzt hier an der Stelle nicht hoffen. So, ich stelle dich ein bisschen weiter weg. Schau, da oben bin ich drin mit der Ausrüstung. Ob ich das überlebe. Wir werden sehen. Komm! Alter! Scheint stabil zu sein. Scheint wirklich was auszuhalten, dieses Cobra-System. Natürlich war das jetzt kein aussagekräftiger Test, denn eigentlich sollte ich mich damit ja abseilen, wenn ich irgendwo in Gefangenschaft gerate, aber irgendwie ist das nicht so mein Ding. Ja? Ich hoffe, dass ich das wirklich niemals brauche, denn ich würde beinhart versagen, aber das ist egal. Das Ding ist wirklich sehr stabil. Ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, ich weiß es nicht. Ja. Und es gibt natürlich auch keine Garantie jetzt von der Firma Tasmanian Tiger zu diesem Thema, das möchte ich auch gleich dazu sagen. Aber irgendwo in einem Forum oder in irgendeinem anderen Video habe ich mal gesehen, so dunkel erinnere mich, dass das bis zu 100 Kilo aus oder 120 Kilo sogar aushalten soll. Ich will das jetzt nicht ausprobieren, wobei ich nicht 120 Kilo habe, aber fast. Nein, ist ein anderes Thema. Und also, das Ding scheint wirklich extrem stabil zu sein. Aber informier dich ganz einfach über Cobra-System, wenn das ein Thema für dich ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Also der Gürtel hält auch wirklich einiges aus und wenn es dir tatsächlich darum geht, dass du deine Ausrüstung, so wie bei diesem Hype-Belt, der, denn wie ich schon einmal vorgestellt habe, der hat auch diese Mollestreifen, dass man halt Ausrüstung dort platzieren kann, wo man sie braucht. Ich würde ihn nicht so weit oben über der Brust tragen, sondern vielleicht weiter unten an der Taille, aber das ist jetzt egal und ich will jetzt nicht ins Unterstübchen. Themenwechsel, ja. Auf jeden Fall ist das auf jeden Fall gut geeignet, sitzt alles. Du hast dann Zugriff auf die einzelnen Ausrüstungsgegenstände und ich glaube, dass das für einen Soldaten, der das wirklich professionell braucht, auch sicherlich sinnvoll ist. Das Messer steckt noch drin, das habe ich am Messerkanal vorgestellt, gebe ich da auch oben beim i den Link dazu. Also alles in allem, wie immer, ein TT-Produkt, das ich sehen lassen kann, das gut funktioniert. Ja, jetzt bist du dran. Hast du dieses Modular-Belt selbst im Einsatz? Was ist da deine Meinung dazu? Hast du auch irgendeine coole Geschichte aus deiner Militärzeit? Und hast du das Herumfummeln an Westen und Ausrüstung und Rucksack und so weiter auch so gehasst? Oder vielleicht taugt er das sogar ganz heimlich. Gib's zu, schreib mal einen Kommentar, wenn du magst. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Link zu all den Produkten gebe ich dann natürlich in meinen Shop, weil es billige Eigenwerbung ist, so wie immer. Abo dalassen, da geht's zum TT. Modular-Belt, ein paar andere Videos und ich habe jetzt noch zu nagen mit meiner Rückschau. Bis dann und ciao, ciao.